damit willkommen zu Teil 2, beziehungsweise Tag 2 und damit auch Türchen 2. Dass ich jetzt, oh, das ist, Türchen 2 ist hier unten, das ist winzig. Wow. Ein Schalter. Okay. Ja. Okay. Also, zeige ich euch das mal in ein bisschen größerer Detailstufe hier. So. Das heißt, wir haben jetzt hier einen, ja, 6-Pol- bzw. 3-Pol-Schalter. Ich gehe mal davon aus, dass die äußeren Pins jeweils zusammengeschaltet sind. Das können wir eigentlich kurz testen. Moment. So. Das heißt, ich nehme mal an, dass die hier jeweils zusammengeschaltet sind. Oh, ist das friemelig. Nein. Okay. Geht da so rum. Okay, wie funktioniert dieser Schalter? Ich könnte es auch einfach kurz nachlesen, aber das wäre ja viel zu einfach. Okay. Wenn ich ihn jetzt drücke. Ah, okay. Dann haben wir den. Und sonst haben wir den. Okay, alles da. Weird. Mhm. Ich gehe mal davon aus, wir dürfen heute also diesen Widerstand hier durch, also diese LED, durch einen Schalter durchschalten. Phänomenal. Ja, indeed. Gut. Das heißt, wir holen jetzt mal nochmal unser Breadboard hierher. So. Und friemeln diesen Aufbau jetzt nochmal auf Breadboard zurecht. Den Widerstand lasse ich mal, wo er ist. Das heißt, wir packen den hier. Ah, das ist aber... Also so ganz Breadboard-Spacing hat der ja auch nicht, ne? Gut. Und... Jetzt schaltet er quasi den hier und den hier durch. Das heißt, ich packe den. Moment. Minus, ja, alles klar, passt. Das heißt, ich schalte den jetzt hier rauf. Ja. Und jetzt sind wir, glaube ich, offen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal meinen Saft drauf gebe, sollte nichts passieren. Das ist der Fall. Wenn ich jetzt drauf drücke. Tod, Leben. Ja, vielleicht wird es irgendwann noch spannend. Wir sehen uns in Tag 3.